So, dann mal zurück in die Taverne. So, aufpassen, da sind Wachen. Ah, Moment, da ist eine Amenex-Seite. Wo? Wo? Hier? Irgendjemand, der die hat, läuft damit. Hä? Ja, okay, dann irgendwie nicht so komischen Krams. Nein, du lässt los. Master Kenway, habt ihr es gefunden? Das war nicht der richtige Ort. Die anderen warten auf euch. Gentlemen, bitte setzt euch. Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle. Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer. Das heißt, wir sind nah. Nicht nah genug, wie es scheint. Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln, unseren Orden erweitern und eine feste Basis einrichten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Städte entdecken werden. Genau. Hört, hört. Des Weiteren glaube ich, dass es an der Zeit ist, Charles in unsere Reihen aufzunehmen. Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen, diente uns tadellos bereits vom ersten Tag. Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden und von diesem Geschenk profitieren können. Ist jemand dagegen? Nun gut. Charles, fangen wir an. Schwört ihr die Grundregeln des Ordens und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Niemals unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies von nun bis in den Tod. Koste es, was es wolle. Ich schwöre. Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Gemeinsam werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten. Eine der Sinnhaftigkeit und Ordnung. Eure Hand. Ihr seid ein Templer. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Moment, was? Ihr habt das gesehen, oder? Wow. Allerdings, wow. Hathams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen. Er ist auch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, tu dies, Desmond, tu das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templerverschwörer. Und fänd's klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die Scheiß-Templer! Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarden. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen. Du musst dich zusammenreißen. Uns rennt die Zeit davon. Also, das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus.
Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Umgesehen haben wir uns ja schon. Moment, wo ging's nochmal rein? Da, genau, da war das Ding. Okay, dann mal los. Und Don Misero Hetstanyo. Oya awa unde hiya don jadagu. Tone weha de nagerade. Desager donerot niha. Nexiate huwaya done kero. Aze konde te jager da oni. Nexia ohten onde gadi wastakwe. Agungwe da su awa hu anodun wetsi ni aut nesago de ogu a. Zeuger da suria dizax ne heitam. Rageneru kwakwe on te zini togwenyo. Nexi ohondo yo hawihtu. Ya de hagone rakwe. Ginu oro jokwe templar aguegu tadinya ro darhox. Ne oho ot ketsonis. Sigot ke esu orion o ahigu sogontanu o got gottosi ne sa galda skarnex. Oni se jard ha. Ya otena gwanek gwanek. Redun hagedu, te wat kiri chiru nyana. Runaju gedu na de rathi udanu yako dunis. Ha uas. Nexi dosa izi no ko honda dia hoze. Na dann mal her, den ganzen scheiß kleinen Rotzgörn hier. Ah, neue E-Mail, müssen wir nachher mal schauen. Eine Spezialkarte in Geschäften erhält, okay. Schlüssel für Truhen im Grenzland erhalten. Gebiet der Canyon-Key-Nation. Das sind, denke ich mal, die. Ja, und die Stadt oder so. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Gottchen, ja. Was soll denn auf der anderen Seite des Tals sein? Was? Dörfer aus Stein. Zora Gohadu. Is it as a dotten? Aska Degeni Ansan Gayeri. Aska Dewat Nyawe. Wir können ja auch richtig asozial sein
und die einfach gar nicht suchen, dann verrotten die da bestimmt irgendwann. Hohoho. Fußabdruck eines Kindes gefunden. Der ist hier hochgelatscht, glaube ich. Wir müssen noch weitere Hinweise finden, denke ich mal. Oh, was ist das denn? Ein Feuer. Was ist das denn? Ach, das war ein gutes Versteck. so voll mit Ironie. Hallo. Ja, dann halt nicht. Wo ist noch so einer von den Rotzgören? Ah, da ist ein Hinweis. Fußspuren. Moment. Zadodossi. Ja, toll. Wo gehen denn die Fußspuren hin? Oder wo waren die nochmal? Muss ich selber mal schauen. Hier ging die lang. Ist auch noch so ein Ding. Wow, ein Fuchs. Noch ein Hinweis. Weitere Fußspuren. Da ist er bestimmt hier rein. Ha, sag ich's doch. So. Ja, wäre eine Idee. Ist irgendeiner von denen hier auf den Fels hier geklettert oder so? Ah! Suchbereich eingegrenzt, na denn? Zum Baum zurückkehren. Okay, dann kehren wir mal zum Baum wieder zurück. Baum, geh da hoch. Nee, kann ich auch nicht glauben. Zu hart. Aska, Degini, Asa, Gayerdi, Wisk, Yayak. So, irgendwo verstecken. Der zielt aber ein wenig schnell. Na, macht ja nichts. Wo verstecken wir uns denn mal? Gibt's hier nur diese Dinger zum Verstecken? Ach du Scheiße. Ah, können wir da rauf? Ah nee, das ist nur so ein Ding, wo wir rein können. Oh, gehen wir mal rein. Passt schon.
Du kommst mir bekannt vor. Wo habe ich dich schon mal gesehen? Ha! Das schön in die Fresse rotzen, ey. Das war aber nicht nett. Lass mich los! Oh, hört euch das an? Es kann sprechen. Klugheit. Und lebhaft dazu! Ja. Wir haben Fragen an eure Ältesten. Sag uns einfach, wo dein Dorf ist, Bursche. Dann kannst du gehen. Tu, was er verlangt, Kind. Ich brech dir den Hals, weißt du? Nur ein bisschen mehr Druck. Und knack. Schon ist dein kleines Lebenslicht verloschen. Du bist ein Nichts, nur ein Staubkorn. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Die Weisesten unter euch erkennen die Zeichen der Zeit. Sie werfen sich uns zu Füßen und winseln um Gnade. Doch du nicht, Schaltes. Nein, du klammerst dich an euer Leben. Bist zu dumm, es zu begreifen. Aber ich bin kein Unmensch. Ich verschone dich, damit du deinem Volk davon berichten kannst. Lass sie wissen, je früher wir bekommen, was wir wollen, desto eher könnt ihr zurück zu eurer primitiven Existenz. Ein guter Tausch, oder nicht? Wie ist dein Name? Charles Lee. Warum fragst du? Damit ich dich finden kann. Da freue ich mich drauf.